Should be a nice change of pace. So, wie Ignis also sagt, haben wir jetzt einen nice change of pace, insofern, dass wir uns jetzt wieder um die Main Story erstmal ein bisschen kümmern. Ist hier der? Ja, der ist markiert, alles klar. Und zwar, hier ist ein imperialer Außenposten. Und den zeigen wir jetzt mal, wer Boss ist. Das finde ich übrigens überragend, dass nicht alle Tiere automatisch feindlich sind. Hey Monika. From here we will split into two groups. Prince Noctis, please join the marshal up ahead. The rest of you will assist me in the diversionary effort. Ja. Proceed. Ah, okay, das wird jetzt wieder. I'll see you guys later. You go give them hell. We'll do the same on our end. Warum? Na gut. Ja, aber das hier wird jetzt wieder so eine abgeschlossene Sache scheinbar. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Hey, Core. Once we're in, we launch our ambush, pushing out while support pushes in, crushing the enemy from both sides. Okay. Crushen wir die Drecksäcke mal. Ganz schön laxe Sicherheitsvorkehrungen hier. One shot. Hey. Alter, wie dermaßen haut der denn zu? Da muss ich ja gar nichts machen. Above us! Got it! Ha! Ich hab's auch geschafft! Per Aerial Jump. Drei Soldaten, Mann. Was muss ich mich denn hier fokussieren, bitte? Ich muss nicht mal ausweichen. Oh, da war ein mega Konterschlag gerade irgendwie von mir dabei.
wir das hier. Oh, nix. Knocked! Marshall, it's good to see you again. All right on your end? Right as rain. The Niffs couldn't take their eyes off us. Thanks to you, we were spared their attention. Das hätten wir auch andersrum machen können, ganz ehrlich. Stay right where you are. Well, well, if it isn't Kor the Immortal. So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend. Oh mein Gott! Ein Metal Gear! Junge! Ja, let's go, bitch! Ich mach dich platt! Alter, was ist denn wieder? Achso, das ist der Flugzeugding. No slacking off, Blaster! It doesn't look like I'll have the chance. Oh! Ouch! Watch this! You're mine! Mine! Ouch! That hurt! Mine's like I made it! Hey, das ist jetzt gerade irgendwie so leicht epic. Go, Gladio. That was close. Too close. Okay. Too slow. Enough of it! Got it. You will suffer for this! Hol mich mal jemand! One false move and we're done for. We can turn the tide yet. Weiß mal, was du kannst. Oh yeah. Thank you. Oh mein Gott, das hat schon wieder gerade so gereicht, um mich zu treffen, ey. Don't let your guard down. I know. Why? Pacho, you're up. Oh, hi there, opening. Let's go! No! To the Empire! Magnificent. Dein Schwert will ich haben, Junge. Halleluja. Das war krass. Impressive. Seeing you in action puts my mind at ease. It's clear I don't need to worry anymore. I'll return to watching the Niffs. Till next time. Take care.
Alright. Boah, ich hab viel mehr Experience mittlerweile mit Noctis wie mit den anderen. Oh, nächstes Chapter abgeschlossen. Ja, jetzt ist ein neues Areal aufgegangen. Hell yeah. It's so bad out here once you get used to it. Still a lot we haven't seen though. And a lot for us to do. Yeah. Buck up. We're just getting started. Level 17. Das ist ein netter Screenshot, ja. Wow, nice one. So, the prince eludes death. And what of the elusive ring? Eluna Freya has absconded with it. Find and kill her. The ring is the final piece. We may do well to take her alive. The Six wield power beyond our imagination. The Oracle holds the key for the King. She could unlock many secrets. Sie sieht aus wie Lightning. Nay, High Commander. Lord Ravis, the Imperial Army is now at your disposal. A moot point, while the fugitives remain at large. My men and I will continue our search for the Prince and the Oracle. So glorious. My crystal. Okay, also die Bad Guys hier sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich. Look out, world! Here we come! We can finally leave this dust bowl behind. The lands beyond are vast by comparison to lead. Bigger's better! More stuff to see and do! First comes to Sky, a region known for its wetlands. Really? Wetlands? There's also a chocobo forest. Now we're talking! Further west lies the Klain region, wherein we'll find the town of Lestalem. Oh, isn't that where Iris is headed? Barring delays, she should have arrived by now. Maybe even had herself a look at the meteor. The meteor of the Six? The same. Its heat is harnessed to power Lestalem. Whoa, that sounds way cool. I'm actually looking forward to this. It'll be a long drive. Best fill up the tank before we set out. I believe we have a solid lay of the land. Alles epic. Oder bist the driver's seat is yours. Das Parken ist epic mit. If you so desire it. Liberi Fatali? Who could this be? Crisis? Hello? Not? Iris? It's really you. So good to hear your voice. Everything's fine over here. We managed to make it to Lestalem. We just settled into our new digs. So yeah, let me know when you're coming so we can meet up. Yeah, will do. You better. Was that Iris? Can't even call her own brother. In all fairness, yours wasn't the obituary broadcast all over Lucis. What about me? She say anything about me? You see that sign? Chocobos! 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 No time for that. Need to get to Lestalem. It's still ages away. Come on, just a quick visit. Yep. Sure. Let's check it out. Yes! Gonna be awesome. Seid ihr böse? Ja, ihr seid sehr böse. Ich will auch gar nichts. Alles gut. Okay, hier das gefällt mir jetzt schon mal sehr viel besser.
wie es aussieht. Hier sieht das Spiel jetzt echt ziemlich nice aus. Aber eins sage ich euch jetzt schon, Witcher 3 sieht besser aus. Und zwar aus einem einfachen Grund. Von mir aus Texturen und Gedöns ist hier vielleicht besser, aber Witcher 3 hat Wind. Und im Wind wehen die Bäume so ein bisschen hin und her. Und dadurch sieht die Welt einfach mega lebendig aus. Und hier bewegt sich quasi gar nichts. Oder es bewegt sich sehr, sehr starr. Und deshalb finde ich jetzt so, einfach mal so, jetzt ist hier Wald, es ist ein bisschen ähnliches, sag ich mal, wie bei Witcher 3 vom Setting her. Aber Witcher 3 sieht besser aus. Obwohl es schon über ein Jahr alt ist. Crazy, oder? Dass dieses Witcher 3 alles kann. Witcher 3 kann einfach alles. We're in Imperial Survivors! Komm mal raus. Ah, die sind aber weit weg. Gar kein Problem. Rinder! See ya! Ready for this? Hey! Say your prayers! Go, Ignis! Ignis! Ah, verpasst schon wieder. Ich hab schon wieder verpasst, ey. Go, Gladio! Watch out! Parry kill! Hey, Ignis! Instructions! You ready? All cover! Is barely hanging on. Warum das denn schon wieder? Of course. Hunt up. It's not Fronto, look alive. Gladio, do it! Try this! Oh, Bronto. Bronto! Nice work, Gladio! Yep. Nice one, Bronto! It's nothing. Hey! Harry! Harry! Großes Schwert jetzt von draußen gehabt, deswegen wurde ich getroffen. Hello. Getting by. Hey, Ignis! On your mark, sir. Oh yeah, Link Strike! On top of it!
pleasure. So, der ist down. Hey! Stay down! Extraordinary. What did you expect? Ignis! You're on fire today! No big deal. All of them! All cover! Oh yeah, one down! Nice work! Quite the formidable sir! Yes. Wouldn't have a bounty. Phoenix ships. Ignis! Of course! On parry! On down! Smash! Yes. Magitek engine. It's close! Whoa, it's the Magitek engine. That's it! What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Alter, was steht denn da unten im Wasser? Halleluja! Was zur Hölle ist das denn? Bring it on! Ne. Level 18, das ist nämlich übel. Diese Level 18 Magitek Typen, da traue ich mich eher jetzt mal noch nicht dran. Was ein riesen Ding da unten drin. Schlitz! Really? Again? That's for the wicked. Gotcha! I'll say I'm amazed. What can I say? L32, lass mal die Finger davon.